Was geht da vorne? Weiter geht es mit einer neuen Folge zu Burning Shores DLC zu Horizon Forbidden West. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich Dankeschön erstmal für den Support, für die Unterstützung bei der letzten Folge. Auch hier gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr selber PlayStation Plus braucht oder Guthaben oder so, checkt gerne meinen Partner aus. Link in der Videobeschreibung. Oder gebt das einfach beim kostenlosen Gewinnspiel an. Ich habe hier das kurz hier schon untersucht. Ja, aber da war die Aufnahme noch nicht so richtig. Beziehungsweise ich war einfach noch stumm. Hab es dann im Nachhinein gesehen. Das ist anscheinend so eine Art Trophäe, die er von seiner Frau aufbewahrt hat. Ja, obwohl die am Ende nicht mehr gut aufeinander zu sprechen war. Das war's. Mehr haben sie nicht gesagt. Und dann hat sie noch gesagt, wer geliebt hat, dem fällt es schwer loslassen. Irgendwie so. Sicherheitsprotokolle der Anlage. Irgend so ein Facebook-Spruch. Und ein jüngerer Eintrag. Ich werde ungeduldig, Nova. Die Datenabfrage ist fast abgeschlossen. Ich habe das Node-Array zum Senden vorbereitet. Du beschaffst alles von der Luftfahrt und den Spezialeinheiten, oder? Einschließlich der Dateien zum MU. Korrekt. So. Mhm. Zum Senden. Aber es ist eine Schande, dass wir dieses Programm wieder brauchen. Nova. Liebling, eine schwierige Aufgabe liegt vor uns. Wir dürfen nicht weich werden. Reduziere deine Empathie-Matrix um 15%. Reduziert. Wunderbar. Übertrag jetzt sofort die Dateien, damit wir verschwinden können. Dieser Ort fühlt sich an wie ein verdammtes Grab. Was sollte das alles? Das Node-Array klingt wie eine Art Sender. Wenn wir es finden, können wir Londra bis dorthin verfolgen, wo er sich verkrochen hat. Klar, aber wieso kam er zurück? Erkläre ich später. Finden wir einen Weg raus. Okay, aber ich nehme dich beim Wort. Das kannst du gerne bei uns machen, ne? Wir können wenigstens hinter dem stehen, was wir sagen. Nicht so wie du, dass du krass bist und dass wir es geschafft haben und du irgendwas gemacht hast und so weiter und so fort. Ja, gern das. So. Ja. Okay. Okay, der Sender müsste in der Nähe sein. Diese große Statue sieht vielversprechend aus. Diese Maschinen sind uns im Weg. Sie müssen erst weg. Ja, dann mach die doch mal weg. Himmelsgleiter. Hallo, hier bin ich. Gehen wir auf die Jagd. So. Ja, dieses Glibberzeug, diesen Klebstoff, den habe ich nie benutzt, man. Ja, yes, woo! Geil, einfach nur geil. Einfach nur geil. Nein, mach doch! Ja, ich wollte was sagen. Mach doch den kritischen Schlag. Okay, oh! Also beim ersten Gegner hat sie aber nicht so geholfen. Jetzt sieht man, dass sie anscheinend doch ein bisschen die Leute festhakt und so, ne? Das ist doch ganz brauchbar. So kann man aber eben... Oh, okay. Wieso war der denn aber jetzt so komplett vereist? Ach so, ja, stimmt, weil ich den Kanister weggeschossen habe. Ne? Ja, wie ich schon beim letzten Mal meinte, so ein Multiplayer-Ding wie bei Ghost of Tsushima, ey, will ich zocken. Ja, alleine dieses Arena-Szenario, was wir aus dem Hauptspiel kennen, dass du dann unterwegs bist mit ein paar Freunden und so, oder mit Randoms halt, je nachdem, einfach Multiplayer meine ich jetzt. Das kann man schon mal machen. Ja, nice. Das könnte man schon auf jeden Fall machen. So. Waren es jetzt alle? Okay.
Da staunst du nicht schlecht. Da staunst du nicht schlecht. Ich geb dir Deckung. Yes. Keine Munition mehr. Was hab ich da? Was hab ich da ausgehört? Hä? Was hat die? Was hat den jetzt umge? Ich will mich nicht beschweren. Ich frage nur. Oh. Nein! Nein! Scheiße, ich bin gleich tot. Steh doch mal auf jetzt! Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, geil, ey. Schön die ganzen einzelnen Teile abballern, das macht so Laune. Ja, man muss ja sagen, das Gameplay ist schon geil, oder? Das fühlt sich einfach geil, mächtig, smoothig. Also ihr wisst schon, es fühlt sich einfach flutschig, smoothig. Ja, smoothig ist schon ein gutes Wort, Alter. Es ist einfach, es läuft halt einfach geil, weißt du? Ach, die holt die immer runter so von dem Hohen raus, ja. Nice, okay. Da frage ich mich aber jetzt mal ernsthaft, oder? Am Anfang vom Spiel, warum war die so nutzlos? Also vom DLC meine ich. Warum war die denn die ganze Zeit so nutzlos? Und jetzt fesselt die hier einen Vieh nach dem anderen und hilft richtig gut mit. So kann man ja sogar mit denen arbeiten, mit den Leuten hier. Warum nicht immer so? Sehen wir uns die Statue mal an. Ja, ja, ich muss aber jetzt hier erstmal. Hat das Ding antworten. Muss jetzt aber erstmal hier arbeiten. Ach, guck mal hier, Säurekriegerbogen-Upgrade. Ah, cool. Ja, das musst du mir aber jetzt nicht die ganze Zeit anzeigen. Ist okay, musst du mir nicht die ganze Zeit anzeigen. Ich hab's verstanden. Geh mal weg jetzt hier, Anzeige. Ja, manchmal muss man auch, also ich finde irgendwie... Das ist schon sehr viel Anzeige, ne? Ich meine, man kann das alles auch ausstellen. Das hat auch so seinen Charme, finde ich. Das ist hier schon ein bisschen viel, ne? So, warte mal. Ich muss jetzt hier erstmal die geilen Sachen weglooten. Nabelschwein, Junge, du Nabelschwein, du. So, die Maschine auch nochmal ganz kurz looten. Was hat sich in dem Hologramm abgespielt? Und warum genau ist Londra hergekommen? Und was macht er mit meinen Leuten? Er hat sie benutzt, um hier alte Daten zu finden. Es hat teilweise mit etwas namens MOP zu tun. Keine Ahnung, was das ist. Doch der Rest... Ich glaube, er versucht, ein Schiff zu bauen, mit dem er weg von dieser Welt kommt. Zu den Sternen. Weg von hier? Warum sollte das jemand wollen? Du verschweigst mir irgendetwas. Oh, du bist wie eine Wahrsagerin, voller Geheimnisse.
Ach ja? Und was ist mit dir? Wie du auf das Wandbild reagiert hast, in der Ruine? Erklärst du mir das? Schön. Wir werden wohl beide erstmal schweigen. Okay, hör zu. Wichtig ist, dass wir wissen, wohin Londra gegangen ist. Dorthin hat er wohl deine Leute mitgenommen. Und deine Schwester. Ja, natürlich. Ich sollte dem Admiral Bericht erstatten, bevor wir weitermachen. Ich nehme dafür das Boot, das wir gesehen haben. Okay, ich treffe dich später dort. Fast 33.000 erfahren. Wirklich aufgewühlt. Seika von Nemesis erzählen. Das kann ich ihr nicht antun. Nicht jetzt. Nicht, wenn sie sich Sorgen wegen ihrer Schwester macht. Es ist zu belastend. Oder? Fürs Erste sollte ich meine Vorräte auffüllen. Ich kann Seika treffen, wenn es Zeit ist, Londras Spur aufzunehmen. Was hat die ganze Zeit nach jeder Mission? Sagt die ja, erstmal Vorräte auffüllen, Vorräte auffüllen, Vorräte auffüllen. Wir sind ganz gut dabei, also so ist es jetzt nicht, ne? So ist es nicht. Sag mal, ist diese Kröte hier die einzige neue Maschine? Galbuch? Ich hoffe, später findet man ein paar mehr. Das wäre natürlich ganz cool. So, warte mal, lass mal zu dem Lagerfeuer gehen, das ist ja nicht weit weg. Also, Fähigkeitspunkte und Levelpunkte und hast dich gesehen Punkte, da kriegst du wirklich so viel im DLC. Junge. Ja, direkt mal hier das nächste Jägerin komplett hochleveln, einfach mal. Einfach mal kaufen. Ultraschuss. Ja, das war's ja schon. Zielen beim Gleiten. Ist das eine neue Fähigkeit? Weiß gar nicht. Ich bin mich nie umgeschaut. Seilwerfer-Expertin. Weil die meinen ja, irgendwas ist auch. Es gibt ja auch neue Fähigkeiten, meinen die. Aber da ist halt die Frage, was ist denn neu hier? Kriegerinstinkt. Keine Ahnung. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben. Tippe beim Springen in Reichweite einer zu Boden gebrachten Maschine X in meinen Greifschlag zu. Tippe dann bei Opfern. Ja. Okay. Wahrscheinlich ist es eher nicht mehr, ne? Egal. So. Also, ich muss sagen, die Map ist eigentlich überschaubar, so von der Größe her. Finde ich aber auch ganz gut. Muss ja nicht immer 85.000 Quadratkilometer sein. Selbst in einem DLC. Muss einfach nicht sein. Das Schiff nimmt langsam Gestalt an. Ich hoffe, es mundet dir. Es mundet mir, ja. So, wo? Ah ja, hier. Wehe, der Einsatz ist der Schicht, denn du nicht hast. Ich hätte da was Interessantes für dich. Ja, dann lass doch mal mit dir reden. Es wird noch nicht ganz durchsichtig für mich, oder durchschaubar, sag ich mal, durchsichtig. Durchschaubar für mich, was jetzt eigentlich großartig neu hier ist. Was ist denn jetzt hier eigentlich großartig neu? Was ist hier großartig neu jetzt? Himmelshammer. Upgrade. Schlängelzahnfilter, ja gut. Na, seht ihr, für den Himmelshammer brauchen wir Galbauch.
Direkt schon auf Level 3 gehen. Sehr nice. Okay. Spitzenwasserflügelherz. Spitzenwasserflügelherz. Waffen-Upgrades. Stumm Bolzen schießen. Frostklauenfilter. So. Obwohl ich hätte mal gucken können, ob der, das habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, okay. Dann habe ich es nicht übersehen. Ich dachte, vielleicht hätte der auch so einen Speer nochmal zu werfen. Aber anscheinend nicht. Alles in Ordnung? Ich habe dem Admiral Bericht erstattet. Offenbar will mich ein Teil der Besatzung degradieren und verstoßen. Tut mir echt leid, Seika. Das muss schwer für dich sein. Ist doch egal. Wohin gehen wir als nächstes? Tja, wir wissen, wo Laundra die Daten von der Firma hingeschickt hat. Irgendwo auf dem Festland, nördlich vom Treffpunkt. Dorthin können wir fliegen. Ja, was das angeht, lass uns diesmal meine Jolle nehmen. Kein Fan vom Fliegen, was? Marinesoldaten ist das Wasser immer lieber als der Himmel. Also gut, wir nehmen deine Jolle. Sollen wir denn los? Ja, los geht's. Folge mir. Schön und einfach. Und im Gegensatz zum Fliegen stirbt man nicht, wenn man runterfällt. Offene See voraus und Flottenende verschwindet hinter uns. Gemeinsam mit allen dabei. Warum lässt du dir das gefallen? Ich weiß, wie das ist, wenn man einen ganzen Stamm gegen sich hat. Ich wäre da längst rausgestürmt. Es war nicht immer so. Ich war eine gute Matrose. Eine gute Schwester. Ich gehörte dazu. Dieses Gefühl ist eine Stärke. Es treibt mich selbst auf rauster See an. So etwas kann man nicht einfach wegwerfen. Verstehe. Deine Leute können echt froh sein, dich zu haben. Also, ich weiß nicht. Ich schon. Also, die Koordinaten führen uns offenbar direkt zu dem Horus. Das Ding ist so gruselig. In klaren Nächten kann man es vom Lager sehen, wie sie bei uns aufwacht. Da! An der Küste! Noch mehr unserer Boote! Dann sind wir hier richtig. Ich bring uns hin! Okay, die Koordinaten führen irgendwo auf den Hügel. Nach dir. So, okay. Das ist so geil jetzt hier mit dem Hollywood sein. Was ein geiler Anblick. Sehr, sehr nice.
Ich bin ja mal gespannt, ob diese Lava irgendwie noch später eine Rolle spielt. Wir sind wohl tatsächlich auf dem Weg zum Metallteufel. Warum sollte Londra seine Daten hierher schicken? Ich weiß nicht. Ist doch seltsam, einen Haufen Quen herzubringen. Ich hoffe nur, wir finden sie. Meine Leute waren eindeutig hier. Sie scheinen auch weiter hochgegangen zu sein. Die Koordinaten führen auch dahin. Ey, was geht denn hier? Da! Auf dem Arm des Metallteufels! Londra war definitiv hier. Was macht das Ding? Keine Ahnung. Da sind doch ein paar unserer hässlichen Freunde. Oh, und mehr Eier. Folge mir einfach. Okay. Die sehen so nice aus. Allgemein, das Gebiet sieht richtig geil aus gerade. Was? Ich? Bring mir es hinter uns. Okay. Irgendwie will ich die besiegen. Ja. Ich will mir die Ressourcen schnappen. Scheiße, er hat überlebt. Au! Hi! Dabei war die am Anfang einfach komplett verbuggt, oder? Oder warum ist sie jetzt plötzlich so hilfreich? Am Anfang hat die ja nichts gemacht. Haben wir alle ja gesehen, wie die vor den Gegnern stand und nichts gemacht hat. Das sieht so cool aus. So, ihr hässlichen Kröten, ey. Kommt her. Let's go. So soll's sein. Wo bin ich? Wo bin ich? Steh doch auf, ey. Okay, Feuer war doch richtig. Aber die Kamera, Alter, ich sehe nichts. Vielleicht ist sie auch nicht in der Lage, bei dem jetzt hier zu helfen, weißt du? Das müsste doch eigentlich sein, oder? Das müsste doch auch hier möglich sein, dass wir den festbinden. So, schön her mit den Gallbauch. Jetzt bin ich auf Sachen. Alles vorbereitet. Was ist hier los? So. Gehen wir auf die Jagd! Nein, daneben. Ich
Ich finde diesen Schwert einfach so geil, wie der sich da so reinfräst. Reinbohrt. Sehr gut, okay. Sie macht das tatsächlich, auch bei dem. Sie fesselt ihn. Ja, das hat sie bei dem ersten aber nicht gemacht. Warte, sag mal, jetzt mal ernsthaft. Bei der ersten Folge, ja, da war einfach gar nichts. Dann habe ich ja die zweite erst ein paar Stunden später, weil die erste habe ich in der Nacht als freigeschaltet wurde, für euch aufgenommen, noch schnell. Und dann erstmal natürlich pennen gegangen, nachdem es erstmal ewig natürlich gerendert hat. Bei einem Stundenvideo, dennoch 2K-Qualität, das hat schon auf jeden Fall einige Zeit gedauert. Aber für euch, Freunde, für euch, nur für euch natürlich gemacht. Und dann neu gestartet, aber irgendwie jetzt ist sie auf jeden Fall, kann man sagen, hilfreich tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht nach dem Anfang mit ihr? Dass sie tatsächlich hilfreich ist. Da, auf den Kanister. Ja, den will ich weg haben, ey. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt, einfach vorne. Mal davon abgesehen, dass ich auch noch nicht nur geile Loot bekomme, sondern auch viel Erfahrungspunkte. Das lohnt sich schon. Ja. So cool, Mann. So cool designed. Cool, cool, cool. Ich finde ihren Mantel auch cool von ihr. Jetzt sieht so ein bisschen so Libellen-Style aus, oder nicht Libellen-Style, sondern obwohl. Halt so Flügel, wie so ein Insektenflügel, meine ich. Das wollte ja jeder sagen. Bevor jetzt jemand sagt, das sind doch die Libelle, weißt du? Am besten möglichst flach halten immer so, weil sobald es darum geht, den zu korrigieren, in dem Fall mich, dann wird aber ganz schnell in die Tasten getippt. Ey, was ist eure Meinung zum Spiel? Ach, nee, keine Ahnung. Ah, du hast einen Fehler gemacht. Blablabla. Direkt aktiv sein, ey. Da brennen die Fingerkuppen, Alter. Anders als die. Gut, das lasse ich jetzt lieber. Sieht nicht so aus, als kämen wir da vorbei. Aber auf der anderen Seite ist eine Art Gerät. Ich glaube, ich kann scannen. So, eine Himmelsruhe haben wir hier. Ja, danke, dass du genau da in den Weg läufst. Cool von dir. Okay. Mal sehen, was auf dem Ding ist. Sieht aus, als wäre da noch was weiter drin. Eine Art Anlage. Londra könnte dort drin sein. Deine vermissten Leute auch. Ich sehe keinen Weg durch die Barriere. Da. Das ist eine Art Stromgenerator. Angeschlossen an den Arm des Horus. Londra hat einen Teil davon wieder zum Laufen gebracht. Ein Metallteufel kann doch nicht wirklich aufwachen, oder? Keine Ahnung. Aber zumindest im Moment versorgt Londra so die Barriere mit Energie. Wenn wir also die Generatoren abschalten können, müsste die Barriere fallen. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Sieht aus, als wären zwei davon in der Nähe. Na, dann los. Wir müssen zu dieser Zenith-Technologie unten am Hügel. Jetzt kennen wir wohl deren Zweck. Natürlich, jetzt müssen wir das machen. Und mit diesem Blick verabschiede ich mich. Hollywood. Einst wurde es Land der Träume genannt. Ist wohl vorbei.
Oh, Junge, der Spruch hat gesessen, mieser Diss. Gut, vorne, bevor ich jetzt hier weiter Quatsch laber, wie so oft, hören wir uns beim nächsten Mal. Seid gerne am Start, gerne weiter ein Feedback dalassen, wie ihr den DLC bisher findet. Gut, also wir hören uns beim nächsten Mal, wie gesagt, jetzt zum 10. Mal. Haut rein und tschüss.